Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch hier, Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin mal wieder live auf meiner Baustelle für euch an einem Samstag mit einem neuen Videotagebuch. Ja, es geht auch diese Woche munter weiter mit unserer Giebelwand. Ja, man kann schon fast sagen, never ending story, es ist halt doch relativ viel Arbeit. Und ja, letzte Woche haben wir ja das Ganze soweit vorbereitet, der Eckständer ist ja soweit fertig. Wir müssen jetzt die Riegel noch und natürlich das ganze Ding da irgendwie reingezangelt kriegen, final mit den Riegeln und so weiter. Naja, wenn wir mal sehen, wie weit wir heute kommen. Spoiler vorweg schon mal, wir werden es heute nicht ganz schaffen bis zur endgültigen Fertigstellung. Aber was da jetzt alles noch genau passiert, da würde ich mal sagen, quatsche ich gar nicht lange, sondern wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ja, auch heute starten wir wieder bei wunderbarem Schmuddelwetter, wie man so schön sagt, ne? Ja, das war auch der Grund, warum wir zum Beispiel im letzten Video auch dann die Aktivitäten erstmal nach innen verlegt haben und uns um die Riegel gekümmert haben, weil es eben bei so einem Scheißwetter hält es draußen halt auch nicht ewig aus. Aber heute Morgen können wir es uns nicht aussuchen. Wir müssen jetzt ja weitermachen. Falls ihr es noch euch noch dran erinnert, letzte Woche haben wir ja diesen Eckständer da, sage ich mal so spaßeshalber, 2-3 Mal ein- und wieder ausgebaut und auch hier fixiert. Auch da wieder nur kurz nochmal zur Erinnerung, das hatten wir ja gemacht, damit wir im Prinzip die Riegel genauestens ausmessen können. Deswegen war der hier schon in der in Anführungszeichen finalen Position jetzt fixiert. Allerdings jetzt für den Einbau der Riegel muss er natürlich wieder ein bisschen lose sein. Unser kleines Mobili, da holen wir die fertigen Riegel, die wir letztes Mal fertig gemacht haben. Und ja, können die jetzt hier im Prinzip auch schon wie bei den letzten Ständern relativ einfach dazwischen setzen, weil ja der Eckpin recht flexibel ist jetzt an der Stelle durch unsere Aufhängoption da oben. Seht ihr ja, ganz einfach ein bisschen an der Seite, zack, Riegel rein, fertig. Ne, da muss man sich also kein groß fertig machen, ist dann so gesehen relativ einfach, zumindest jetzt erstmal nur die eine Seite. Ein bisschen tricky wird es natürlich gleich mit den anderen drei Riegeln, die dann nach hinten von hier aus gesehen mit der anderen Fachwerkwand dann verbunden werden müssen. Ne? Da hatte ich auch schon gesagt, da müssen wir die Riegel natürlich, die werden jetzt ein bisschen mehr Handfertigung als die anderen oder viele der anderen, die wir bis jetzt brauchten, weil eben die Zapfen logischerweise ein bisschen anders sind. Da müssen wir uns dann eben an einem Altbestand richten. So, das heißt, erstmal gut ausgemessen hatten wir es ja schon. So, jetzt erstmal hier auch eine ganz normale Kettensäge erstmal das ganze Ding auf Länge bringen und ja, letzten Endes dann die Zapfen im Prinzip da dran schneiden. Ne? Wobei eine Seite geht natürlich immer noch über unseren grandiosen Zapfenschneider, ne? Weil das ist ja logischerweise im Eckständer der Zapfen, der ist ja noch in Anführungszeichen genormt, ne? Den kann man natürlich noch mit dem Zapfenschneider sägen, aber immer die andere Seite, die muss eben dann von Hand geschnitten werden mit der Handbandsäge und so weiter, seht ihr dann gleich, das zeige ich euch nochmal so an der Stelle. Ne? Aber das ist jetzt hier ein bisschen größerer Aufwand, diese drei Riegel zu formen. Ist aber jetzt halt nicht das Problem. Wir hatten es ja beim letzten Mal schon gesagt, das Holz haben wir noch da oder das haben wir noch über. Und so gönnen wir uns hier praktisch jetzt eine komplett neue Ecke. Also, dass wir diese drei Riegel von dem Altbestand praktisch jetzt auch noch neu gemacht haben, wäre jetzt nicht zwingend notwendig gewesen. Ich hatte es ja letztes Mal gesagt, einer hätte ausgereicht, aber wir machen jetzt alle drei. So ist diese ganze Ecke neu und sieht auch entsprechend, naja, neu aus. Wobei, ehrlicherweise muss man ja sagen, dass das Adjektiv neu nicht unbedingt das Ziel ist, wenn man ein Fachwerkhaus saniert. Aber in diesem Fall macht es definitiv Sinn, diese drei Riegel noch zu investieren. Ihr werdet nachher sehen, die Ecke macht dann durchaus einen wesentlich solideren Eindruck, also im Prinzip das, was man sich ja auch von so einer Fachwerkskonstruktion wünscht. Ja, ich habe dann auch mal so überlegt, ich bin jetzt ja, wie das immer ist, so Jahresanfang und so weiter, da muss man ja mal so überlegen, was macht man so dieses Jahr und so. Und ja, ich habe jetzt mal gedacht, Mensch, ne, für die Fachwerkfreunde, ich mache immer so viele Videos über Heizung, Dämmung, Energie und was weiß ich, aber eigentlich viel zu wenig für die Freunde des Fachwerks. Und die machen ja durchaus hier auf dem Kanal auch eine signifikante Zuschauergruppe aus. Und deswegen habe ich mir gesagt, für dieses Jahr mache ich mal eine schöne Playlist über alle möglichen Fachwerkthemen. Und ich werde wahrscheinlich beginnen mit so einer, ich will es mal nennen, so eine kleine Kaufberatung, wo man mal einfach mal so ein bisschen zeigt aus dem Nähkästchen, plaudert und mal aufzeigt, wenn einer jetzt interessiert ist mit dem Kauf eines Fachwerkhauses, und das ist ja dann durchaus der Einstieg in die Welt der Fachwerkfreunde, worauf muss man so achten, was gibt es so für Bausünden, wie sieht das
aus, dass man so eine Awareness bekommt, ne, zu checken, wenn ich jetzt mir so ein Haus besichtige, worauf muss ich letzten Endes achten, was sind Schäden, die durchaus signifikant sind, was sind Schäden, die man relativ leicht beheben kann und so weiter. Diese ganzen Bausünden, die früher an Fachwerkhäusern verunstaltet wurden. Ich sag mal, da habe ich an meinem Haus, kann ich so ziemlich jedes Beispiel, jede Bausünde zeigen, weil ich behaupte mal, fast eigentlich so ziemlich jede Bausünde ist bei mir auch gemacht worden und von daher werde ich mit sowas starten und dann kann man mal immer mal gucken, diese Playlist dann immer erweitern, aber dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen mehr Themen über Fachwerkhäuser, über Fachwerk, über Kauf, über Sanierung, über Bausünden und so weiter mal bringen. Ja, dann kommen wir erstmal zurück zu unseren fleißigen Handwerkern hier. Jetzt müssen die Zapfen an die Riegel geschnitten werden und zwar von Hand. Das sind nämlich jetzt die Zapfen, die sozusagen in den Altbestand reingehören, die also dann letzten Endes passen müssen. Deswegen wundert euch jetzt hier nicht, dass die so ein bisschen, also wer jetzt genau hinguckt, der sieht, dass die tatsächlich ein bisschen schief sind. Ja, und ja, das ist tatsächlich das Problem. Genau das muss man genau ausmessen. Die sind absichtlich so schief. Also man muss jetzt wirklich sehen, dass die so dimensioniert werden, dass sie halt in diese alten Zapfenlöcher dann von dem alten Ständer, von der alten Fachwerkwand passen. Und das ist eben so ein bisschen abenteuerlich. Deswegen kann man das eben nicht mit dem Zapfenschneider machen, sondern muss es wie hier dann mit der Handbandsäge machen und auch noch so ein bisschen nacharbeiten, weil die sollen ja schon möglichst stramm da reinpassen. Wir müssen ja immer erinnern, das ist jetzt ja auch relativ frisches Eichenholz. Ne? Das ist also noch nicht 100% abgetrocknet. Das hat also im Kern immer noch eine Restfeuchte. Das bedeutet also, wenn das abtrocknet, schrumpft das noch ein wenig. Und jetzt im Gegensatz zu dem bei den ganzen neuen Holz, wenn du Neues mit Neuem verbindest, ist das nicht ganz so schlimm, aber jetzt hier verbindest du ja Neu mit Alt und da muss das dann schon wirklich stramm da reinpassen, damit das eben nachher, wenn es dann noch schrumpft, immer noch den entsprechenden Abstand da dann hat, dass es da also jetzt nicht total drin wegschrumpft, ne? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erklärt habe, aber so ungefähr, ne? Deswegen sehen wir halt zu, dass die da schon echt stramm drinne sitzen und deswegen sehen wir eben zu, dass wir da kein Millimeter Holz an irgendeiner Stelle verplempern und auch deswegen sind die so ein bisschen schief. sieht schon ein bisschen abenteuerlich aus. Aber wenn die eingebaut werden, dann seht das gleich, dann passen die da halt gerade rein, weil eben jetzt letzten Endes über die Zapfen und eben dann die Riegel das Ganze denn angeglichen wurde, ne? Sodass also jetzt der Altbestand mit dem Neubestand dann, ja, ich will mal sagen, harmoniert, ne? So an der Stelle muss ich auch so ein klein wenig schmunzeln, wenn ich das sehe, was wir schon für Deluxe-Handwerker hier geworden sind. Da musst du mal 2 Meter nach oben, da wird gar keine Leiter mehr rausgeholt, da nimmt man einfach gleich den Teleskoplader. Ne? Warum denn nicht? So wird man dann verwöhnt. Wenn man die ganzen Maschinen auf der Baustelle hat, kann ich euch sagen, das geht ruckzuck. Für jedes bisschen Schippen holst du gleich den Bagger, für jedes bisschen Bewegen holst du gleich den Teleskoplader raus und so weiter. Ne? Naja, solange man sich den Sprit noch leisten kann, ist das ja auch alles gut. Ne? So. Und so, das ist jetzt hier, ihr habt es ja gerade gesehen, so, die Wand ist soweit angeglichen, der Kollege hat die Riegel dabei, das heißt, jetzt hauen wir die Riegel da rein. Da muss man jetzt so ein bisschen schauen, da sieht man, es ist nicht ganz so einfach, weil jetzt ja natürlich die anderen Riegel, in den Ständer, jetzt in den Eckständer reingehen, die dürfen natürlich jetzt nicht die rausfallen da aus den Zapfenlöchern. Das muss halt so ein bisschen, ne, deswegen sind wir da sogar zu dritt dabei, sieht man da, weil man eben überall jetzt halten, drücken, sonst was muss, damit diese ganze Ecke da jetzt nicht sich in selber da wieder auseinanderfällt. Ne? So. Und das Einfachste ist jetzt hier an der Stelle, was wir hier auch machen, erstmal einen Spanngurt drum, um da überhaupt erstmal so ein bisschen Druck reinzukriegen, dass dieser Eckständer sich da nicht rauszieht. Und dann kann man das Ganze so ein bisschen angleichen. Das seht ihr jetzt auch gleich, die ist jetzt noch ein ganzes Stück zu tief. Das ist alles noch krumm und schief, aber das kann man jetzt ändern. Jetzt gleich mit der Stockwinde wird das Ganze hochgepusht und dann kann man sehr schön sehen, wie sich das Fachwerk so langsam in die finale Richtung schiebt, wo es dann auch hingehört. Und jetzt seht ihr zum ersten Mal auch die Ecke im Endzustand. Und ja, was ich meine, ich bin der Meinung, das sieht eigentlich ganz gut aus, ganz solide, dieser Absatz. Jetzt hat man natürlich das Problem, dass man an dem ersten Ständer von der neuen, von der alten Wand natürlich diesen Übergang hat, von alt auf neu. Das lässt sich halt nicht ändern. Da muss man später mal schauen, wenn das Fachwerk, das wird ja jetzt noch einige Zeit so stehen, bis das nachher dann auch ausgefacht wird und verputzt wird und so weiter. Das dauert ja alles noch ein bisschen und ich schätze mal, wenn das nachher verputzt ist, alles, die ganzen Gefache, dann wird das auch nicht mehr ganz so auffallen. Das werden wir dann mal schon irgendwie sehen. Das Eichenholz letzten Endes graut ja dann auch erstmal so ein bisschen aus über die Zeit, über die
Jahre. Dann würde man es noch mit Leinölfirnis einölen und am Ende des Tages wird man dann solche Übergänge natürlich immer irgendwo sehen können. Aber es ist nun mal ein stark restauriertes Haus am Ende des Tages. Die kannst du ja nicht ändern. Ne? So, von daher hast du solche Übergänge immer von alt auf neu, lässt sich gar nicht ändern. Ne? Es macht auf jeden Fall keinen Sinn, diese neuen Balken da irgendwie versuchen, alt aussehen zu lassen. Ja Leute, das Jahr fängt auf jeden Fall schon mal gut an. Ich habe nämlich noch ein kleines Care-Paket bekommen und ihr seht es schon, ein paar neue Planen. Und wer meine Videos kennt, der weiß, Planen kann ich im Moment ganz gut gebrauchen. Die alten Planen an meiner Giebelwand, die waren ja schon zerrissen. Und wenn wir jetzt die Giebelwand fertig kriegen, dann müssen wir die ja wieder irgendwie zubekommen. Ja, so, und da habe ich jetzt mal geschaut im Internet, wo gibt es Planen und so weiter. Und da bin ich auf den Boni-Shop aufmerksam geworden. Die haben nämlich unter anderem Planen in allen Farben, Formen und Größen im Angebot. Dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen, haben ein bisschen per E-Mail korrespondiert und der gute Boni-Shop, die Kollegen waren bereit, mir ein paar Planen hier kostenfrei zur Verfügung zu stellen, als Unterstützung für meine Baustelle. Natürlich an der Stelle erstmal ein herzliches Dankeschön an die Kollegen vom Boni-Shop und ja, was habe ich bekommen? Natürlich ein paar Planen, aber was viel geiler ist, ist das Befestigungsmaterial, Leute. Ne? Das muss ich euch gleich auf jeden Fall mal zeigen, das ist nämlich richtig cool, zumindest ist für mich als Laie, der jetzt nicht irgendwie so in diesem Geschäft täglich unterwegs ist. Ja, ich brauchte natürlich erstmal eine große 5x6 Meter Plane für die, ja, die im Prinzip als Ersatz für die zerrissene, die es da leider kaputt gemacht hat beim letzten Sturm. Ein Riesenteil, 280 Gramm pro Quadratmeter und ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein richtiges Ding. Also ich werde die jetzt hier nicht ausklappen, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Aber erstmal super geil, die ist wirklich sehr, sehr gut gebraucht. Und dann muss ich ja auch überlegen, dann habe ich gesagt, ja, jetzt muss ich mal dran denken, ne, eine leichte Verbesserung, Version 2.0, ne, der Verplanung von der Giebelwand. Oben war es ja noch offen an den Fenstern und an den Seiten und so, ja auch noch überall so kleinere Ecken. Aber da brauchst du natürlich mit so einer 5-Meter-Plane nicht ankommen. Also ich sage, ah, wenn ihr habt, schickt mir doch noch so ein paar kleinere Planen zu. Und das hier sind jetzt 210 Gramm pro Quadratmeter. Etwas kleinere Planen, so 2-3 Meter. Das ist ziemlich cool. Damit kann ich das oben so ein bisschen zumachen und die Seiten so ein bisschen zumachen. Halt für den Fall, dass es jetzt mal noch Schnee gibt oder so, dass wir dann nicht wieder die ganze Bude zuschneiden. Ne? So, das ist also auch schon mal ziemlich geil. Und dann noch so ein paar kleinere Planen, ein paar leichtere Planen. Die kann man dann noch mal gucken, randommäßig hier einbauen. Muss ich mal gucken, ob ich die für meine Plattform hinten verwende oder wenn du mal irgendwas draußen lagerst oder so, das sind dann leichte Planen in 70 Gramm, das ist also schon wirklich eine leichte Plane und eben noch eine etwas mittlere mit 180 Gramm, wobei ich auch die schon sagen muss, die ist schon ziemlich cool, ne? So, also jetzt von der Art und Weise, die ist schon ziemlich stabil. Ja, bin ich mal gespannt, die werde ich auf jeden Fall hier verbauen, aber jetzt kommen wir zum, was mich persönlich am meisten angespitzt hat, ist dieses Befestigungsmaterial. Das haben die Kollegen mir auch einfach mit dabei gepackt, finde ich super geil. Das kannte ich nämlich alles noch gar nicht. Ich bin ja Elektriker, ne? Wie habe ich meine Planen befestigt? Dreimal dürfte raten. Mit irgendwelchen alten Kabelresten. Die habe ich da rumgetüttelt, ne? Oder ein paar Kupferadern und so weiter. Hat natürlich alles einen Scheiß gehalten. Ne? So, das ist wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum am Ende des Tages die Planen alle kaputt gegangen sind. So. Und ja, die vom Boni-Shop, die haben da jetzt, sage ich mal, das muss ich euch mal zeigen hier. Das hier sind nämlich richtig coole Dinger. Das sind meine neuen Favoriten. Das sind so... ja, wie soll man es nennen? Ich habe jetzt gerade die Fachbezeichnung dafür nicht. Jedenfalls, die kannst du im Prinzip in die Plane rein, dann machst du hier den Haken, klappst du aus und dann bleibt die drin. Ne? Wenn man das jetzt mal hier, ne, da kannst du hier dann durch die Öse durch, klappst das um und dann kannst du halt die Plane damit befestigen. Und das ist wirklich mega praktisch. Das muss ich sagen, damit kannst du auch dann mehrere Planen einfach verbinden. Ich habe ja in der Mitte die Öffnung und kannst sie dann einfach hier so rumdrehen, ziehen und dann zieht die sich fest und das hält dann auch. Ne? Und das ist schon mal ziemlich geil. Also das kannte ich vorher gar nicht, dieses Prinzip. Das ist schon mal sehr geil. Das erleichtert einen natürlich die Befestigung der Planen unglaublich. Ne? So, und dann noch hier so, ich sag mal so Expander, die habe ich auch nicht ganz in so stabiler Form, aber die habe ich auch an meinem Anhänger einfach dran, um die Plane vom Anhänger zu befestigen. Auch das ist super praktisch. Und dazu gab noch so ein paar Expander-Gummis einfach nur, um die Planen zu befestigen. Super geil. Der Riesenvorteil hierbei ist, und das glaube ich auch jetzt so aus technischer Sicht, das hier ist ja ein bisschen flexibel. Und bei Wind hast du es ja oft so, gerade bei so großen Planen, die schlagen dann so schlagartig in irgendeine Richtung. Und wenn die dann fest angeöselt sind mit irgendwelchen Kabeln, dann reißt das natürlich auch richtig hier an der Öse. Ne? So, und das ist jetzt hier natürlich ein bisschen flexibler. Das heißt, wenn hier die Plane mal bockt, dann hast du hier ein bisschen mehr Flexibilität drin, was natürlich dafür sorgt,
dass die Lebensdauer auch ein bisschen verlängert wird. Ne? Aber vor allen Dingen eben durch dieses Befestigungsmaterial hast du viel mehr Komfort. Du musst nicht immer die alten Kabel auftüddeln, wenn du da mal die Plane hochmachen willst und sonst irgendwas. Du hakst das einfach aus, weiter geht's. Ne? Also da erstmal ein herzliches Dankeschön für diesen Augenöffner. Wie gesagt, auch da habe ich meinen Horizont wieder erweitert, dass es solche Sachen gibt. Ziemlich cool. Und ja, ich freue mich schon. Wir werden jetzt ja dieses Video nicht mehr, aber im nächsten Video, wenn wir mit der Giebelwand soweit erstmal durch sind, werden wir natürlich die Plane erstmal wieder vorhängen, das Ganze zumachen und dann mal zusehen, dass wir das Ganze ein bisschen winterfest kriegen. Ja, apropos festkriegen, so geht's jetzt hier an unserer Giebelwand auch weiter. Wir können ja mal so ein kleines Wimmelbild, Suchbild machen. Findet die Schraubzwingen. Also wer die richtige Anzahl Schraubzwingen errät, der bekommt irgendwie eine, keine Ahnung was zugeschickt. Ne? Jedenfalls, wie ihr seht, sind ja echt ein ganzer Arsch voll Schraubzwingen drin, um das Fachwerk hier im Moment noch zusammenzuhalten. Das ist ja nicht verzimmert. Und da hat sich mein Zimmermeister Dennis hier was ganz Geiles ausgedacht. Der hat hier irgendwelches Zeug ausgegraben. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Jedenfalls haben wir jetzt hier eine megamäßige Schraubzwinge gebaut, wie ihr seht, aus einem alten Rohr. Ne? Also nein, nicht aus dem alten Rohr, das haben wir neu gekauft, aber eben aus dem Stahlrohr. Da haben wir dann mit einem vom befreundeten Klempner haben wir da so einen Rohrschneider, so einen zölligen, uns für ausgeliehen, haben dann da ein Gewinde drauf geschnitten. Das war natürlich auch schon echt eine übelste Arbeit. Aber jetzt eben mit Hilfe des Gewindes und eben diesen beiden Ober- und Unterteilen haben wir dadurch praktisch eine Mega-Schraubzwinge gebaut. Also damit kannst du praktisch einen Brontosaurus an den T-Rex schrauben. Ja, also das ist echt der Hammer. Und ja, damit, die hält jetzt so gesehen das Fachwerk da zusammen. Und ihr seht, ne, das passt eigentlich ganz gut. Und der Sinn und Zweck ist natürlich der, dass man jetzt mit einer Schraubzwinge das Fachwerk zusammenzwingen kann und wir nicht mehr diese 25 kleinen Schraubzwingen da oben brauchen überall. Ne? So, dass die möchte der Kollege ja wieder mitnehmen, ne, auf eine andere Baustelle. So, und deswegen jetzt hier unten erstmal nur eine, die kommt unten rein und gleich oben machen wir noch eine zweite Schraubzwinge drüber. Und ja, damit können wir im Prinzip jetzt diese gesamte Wand hier zusammenhalten. Übrigens, die Stütze ist jetzt nicht so eine primär statische Geschichte. Das ist eigentlich eine Backup. Ja? Das ist also eine doppelte Sicherheit. Das bauen wir hier fast überall immer ein, wenn wir Sachen jetzt so wie hier länger gestützt hinstellen. Die Ecke, seht ihr ja, die steht aktuell nur auf der Stockwinde oder auch generell steht die Riegelwand gerade auf den Stockwinden. Und als zusätzliche Sicherheit kommt jetzt halt die Stütze da noch rein, die oben das Rähm noch so ein bisschen abstützt für den Fall der Fälle. Ne? Das ist im Prinzip nur doppelte Sicherheit. Aber für den vergleichsweise geringen Arbeitsaufwand und wenn man die Stützen eh da hat, sollte man so ein Plus natürlich immer auch mitnehmen. So, jetzt müssen die Kollegen sehen, die nächste Schraubzwinge zu bauen. Ne? Da wieder auf diese Eisenstange da so ein altes Gewinde drauf würgen. Und an der Stelle würde ich sagen, ziehe ich mich mal kurz zurück zu einer kleinen Kaffeepause. Und ja, sage natürlich an euch erstmal ein großes Dankeschön für das Schauen meiner Videos, für das freundliche und fleißige Kommentieren, Liken und so weiter. Ihr seid das coolste Publikum. Und ich bin ja ganz ehrlich immer schwer begeistert von eurer Hingabe, mit der ihr uns hier auf der Baustelle begleitet. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. So, und so, die Kollegen haben jetzt hier auch ihre super Schraubzwinge jetzt fertig, die zweite. Das heißt, jetzt da oben die nächste kann weichen, dass wir ein bisschen Platz kriegen und dann kann das gute Stück da oben eingebaut werden. So, jetzt nicht wundern, dass die da hinten natürlich jetzt dann noch irgendwie so 1,5 Meter rausgucken. Das waren jetzt die Standardlängen von den Eisenstangen, die wir da bestellt haben. Und bei den aktuellen Materialpreisen kann ich euch sagen, da habe ich mich jetzt ein bisschen davor gesträubt, die direkt auf Länge zu flexen, weil wie Murphys Gesetz das ja so will, ne? Dreimal darfst du raten, dann hast du die jetzt hier einmal abgeflext auf 3,80 Meter oder was. Und dann brauchst du sie nachher an einer anderen Stelle aber 20 cm länger, ne? Dann stehst du da. Und deswegen lassen wir die einfach erstmal auf der Länge, die stören da ja jetzt ja nicht. Kann ich vielleicht hinterher noch eine Fahne dranhängen oder was, ne? So, alles gut, ne? So, jetzt zumindest für die Bauzeit passt das. So, und ihr seht, jetzt haben wir da im Prinzip zwei große Zwingen drin und die übertragen tatsächlich genug Kraft auf das Fachwerk, um da jetzt das alles in Position zu halten. Das bleibt jetzt erstmal so, also sprich das Verzimmern, dass da also jetzt die Holznägel reinkommen, um die Riegel letzten Endes dann mit den Ständern zu verbinden. Das machen wir erst ein ganzes Eck später. So hält das jetzt erstmal und was viel wichtiger ist, Dennis bekommt seine Schraubzwingen wieder. Darum ging es jetzt ja praktisch bei der Aktion und so, jetzt können wir also im Prinzip diese ganze Hilfsgeschichte, die wir uns da oben ausgedacht haben, beziehungsweise die wir da verbaut haben, die können wir jetzt komplett abbauen
und ja, im Prinzip dann auch schon bei der Schwelle anfangen. Ne? Deswegen, der Blick geht jetzt von oben so langsam auch mal nach unten. Und auch hier, das hier wird wieder mal eine Maßlatte. Das machen wir jetzt hier auch wieder ganz einfach. Das heißt, da hält jetzt die Latte dran. Dann gucken wir, wo ungefähr die Position der Zapfen liegt, wie breit sind die Zapfen und so weiter, dass wir dann nachher die entsprechenden Zapfenlöcher in die neue Schwelle stemmen können. Die muss da ja auch dann ziemlich genau drunter passen, also jetzt so idealerweise. Was noch interessant wird, das wird ja dann der Bereich zum Torbogen. Da muss ja so ein kleiner, ich weiß nicht, ob ihr das mal kennt, wer so ein bisschen mal schaut nach alten Fachwerkhäusern. Zumindest bei uns hier in der Gegend ist es halt üblich, dass also entweder die Schwelle unten ein Stück verlängert wird in den Torpfosten hinein oder eben der Torpfosten, so wie es ja bei uns hier an dem Fachwerkhaus so war, dass der Torpfosten unten halt ein bisschen breiter wird. So bei Schwiegereltern sieht das so aus. Da ist auf der einen Seite, würde ich mal eher sagen, ist der schon etwas älter und weggegammelt. Auf der anderen Seite ist es noch ein kleiner Rundbogen. Ja, aber das war im Prinzip das. Also das ist ja hier auch wieder nicht Lüneburger Innenstadt. Da reicht das eben aus. Der Sinn und Zweck von dem Ganzen ist letzten Endes, dass wenn man das, ist ja dieses Dehlentor, ist ja praktisch eine Scheunentür, wenn man so möchte. Und dass wenn man die zumacht, dass die schlichtweg einen Anschlag hat. Bei Fachwerkhäusern war der halt aus Holz logischerweise und bei Steinhäusern war das häufig dann einfach ein großer Stein. Auch hier seht ihr das zum Beispiel beim Hof von meinen Schwiegereltern und ja, da hat man auch rechts und links praktisch dann aus der Mauer so einen Stein rausgucken lassen und das war tatsächlich dann auch der umgangssprachliche Stein des Anstoßes. Ja, das war praktisch der Anschlag für das Tor und daher kommt wohl auch offenbar diese Redewendung, ja, Stein des Anstoßes, wer es eventuell kennt. Naja, und bei uns war es halt so, dass dann die Ständer nach unten hin ein bisschen breiter wurden, um eben dann diesen Anstoßpunkt zu geben. Wobei so ein bisschen ist gut, ne? Also wenn man das mal nachmisst, die werden unten locker 10 cm oder 15 cm breiter. Heißt also, wenn du das haben möchtest aus einem Stück, müsstest du diese Torständer oder hättest die, muss man ja schon im Konjunktiv sagen, hättest du die in so fast 30 cm bestellen müssen, in 30 cm anstatt 18 cm Stärke. Und dann wären die auch ganz schön teuer geworden. Das muss man ja auch, darf man ja auch nicht vergessen. Und letzten Endes haben wir uns dann dazu entschieden, gesagt, nein, wir machen die Torständer mehr oder weniger klassisch, die machen wir einfach senkrecht und gleichförmig und machen dann halt unten an der Schwelle diesen entsprechenden Bogen dann in diesem Fall dran, eine Verzierung, den Stein des Anstoßes, wenn man so möchte, ist genauso legitim. Also wenn man jetzt schaut, ortstypisch sagt man ja häufig, ne, man schaut so ein bisschen, das machen wir auch, das heißt, wir fahren schon rum und gucken uns an, gerade eben das Design vom Dehlentor, generell dieser ganze Bereich ist häufig sehr ortstypisch und da sehen wir eben zu, dass wir das natürlich auch so machen. Aber das ist, wie gesagt, die Verbreiterung der Torpfosten ist eine Geschichte, das wird teilweise so gemacht oder eben alternativ, so wie wir es jetzt hier vorhaben, dass wir die entsprechend die Schwelle ein bisschen schöner machen. Und ja, jetzt sieht man es hier nicht genau, was Dennis da zusammenzaubert mit der Bandsäge. Da haben wir uns vorher ein bisschen ja, drüber ausgetauscht, wie wir das machen wollen, mit so einem Bogen, mit so einer Kante und so weiter. Da müssen wir mal gucken, wie das nachher im eingebauten Zustand aussieht, aber an für sich ist das, glaube ich, keine schlechte Sache. So, dann gibt es jetzt noch einen kleinen Drohnenschwenk um unsere nahezu fertige Giebelwand. Naja, nahezu fertig, die andere Seite vom Tor fehlt ja noch, aber jetzt erstmal diese Seite mit der neuen Ecke, mit den neuen Ständern, mit den neuen Riegeln. Alles soweit schicki mit unseren riesengroßen Schraubzwingen, die da jetzt drinne sitzen. Und wenn wir dann beim nächsten Mal die Schwelle da drunter setzen, dann können wir auf jeden Fall sagen, haben wir diesen Teil der Giebelwand schon mal fertig. Und das ist schon mal ziemlich gut, das ist auch ein guter Meilenstein. Klar, die andere Seite ist dann auch noch zu machen, plus eben die Schwelle nach innen rein. Aber wie gesagt, das folgt dann in den nächsten Tagebüchern. Wir müssen ja uns auch noch so ein bisschen Arbeit übrig lassen. Ja, und man soll ja immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und Leute, jetzt habt ihr natürlich unsere sensationelle Zapfenlochentwässerung noch gar nicht gesehen. Naja, gut, bleibt es ein bisschen spannend für die nächste Woche. Da werde ich euch das dann auf jeden Fall im Detail zeigen. Es hatten ja einige sogar schon in die Kommentare korrekt reingeschrieben, was sie sich darunter vorstellen. Aber, ich sag mal, so ein bisschen überraschend wird das vielleicht noch. Naja, schauen wir mal. Und so, jetzt werden wir mal sehen, nächste Woche dann die Schwelle da irgendwie drunter zangeln. Das Ganze muss natürlich dann auch in Waage, das muss ja dann auch alles passen. Ist also auch nicht gerade in 5 Minuten erledigt. Und dann werden wir anschließend sehen, dass wir mit unseren neuen Planen, die wir jetzt hier haben, vernünftig diese ganze Giebelwand dann entsprechend zukriegen, damit das eben auch ein bisschen wetterfest ist. So, so an der Stelle würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn noch was sein sollte, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich wie immer über ein Like oder eine Empfehlung oder was auch immer. Und ja, würde sagen, Leute, macht's gut und bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.